Ladies and Gentlemen, hallo. Alter. Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Hier natürlich, ne, zum Minecraft Adventure Map. Mit dem Jay und dem Ra. Ich will mal ganz kurz sagen, dass mein Video auf Musical.ly schon 2 Leute gefallen, ja? Also, das ist schon ziemlich nice. Ich werde der nächste Star, Junge. Hast du das dir jetzt schon auf Instagram gezeigt? Weil das ist wichtig. Nein, ich teile das nicht auf Instagram. Das musst du auf Instagram teilen, Scheißpisser. Mann, du bist ein Idiot. Ist mir auch egal. Muss ich das jetzt? Okay, pass auf. Da muss ich jetzt deine Arbeit übernehmen. Was soll das heißen? Ja, ich muss jetzt halt deine Arbeit übernehmen. Was soll ich halt machen? Da muss ich jetzt ja kurz warten. Also tut mir leid, Peter. So ist das halt. So, wir müssen mal kurz einen Augenblick warten, weil mein Handy sehr lange braucht, um scheiß Instagram zu laden, weil meins echt alt ist. Das nervt mich halt wirklich krass. So. Was willst du denn auf Instagram? Eine Insta-Story kurz machen. Worüber? Warum nicht? Hallo, worüber? Der ist abgestürzt. Glaube ich. Jay. Wir nehmen hier gerade die Adventure-Map auf, ja? Und Peter ist einfach zu feige oder zu faul oder wie auch immer, Musical.ly-Video auf Instagram zu posten, wie das jeder machen sollte. Deswegen einfach auf Musical.ly gehen und dann Real Pete's Meat suchen. Oh Gott. Das ist nicht zu feige oder zu faul. So. Hast du da getanzt oder was? Klar, man, hab ich doch im Rack gesagt. Ja, hab ich nicht ganz zugehört. Teilen. Wie hast du nicht ganz zugehört, Alter? Ja, du warst ja die ganze Zeit beschäftigt, ich hab mir halt die Videos angeguckt, wie es geht, weißt du? Jetzt bin ich wieder am Start. Das war ja wohl doof. Das waren richtig geile Videos, die hast du dann leider verpasst, Alter. Mann, wieso kann ich denn gerade nicht mit diesen Scheißsprünge, ey? Das ist schon wieder zu warm. Okay, Platz 106 der Liste der 250 besten Spiele laut GameStar ist ein Spiel von Peter Molyneux. Manche bezeichnen es als überbewertet, manche bezeichnen es als genial. Und es ist irgendwann eine Handyversion davon rausgekommen, die richtig scheiße war, weil der Publisher einfach nur Geld haben wollte. Ach so, nee, hier, EA, wie hieß es denn? Wie hieß es denn, Bram? Ja, Geld, raffgeiliger Arschkrieg. Ach, hier, ich weiß. Körper aus der Hölle, ist Dungeon Keeper. Das ist aber nicht Plants vs. Ja, Zombies. Ja, Dungeon Keeper, ding, 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 ding. Das Paradebeispiel dafür, wie Electronic Arts es geschafft hat, geile Spielelizenzen zu verwursten für Hurensohn. Ja. Wir kommen, also EA kommt da echt nicht gut bei uns weg, ne? Das muss man halt aktuell echt sagen. Sind auch nicht, aktuell ist es auch schwierig mit denen, ehrlich gesagt. Die guten Zeiten, wo die noch die geilen Spiele gemacht haben, die sind halt vorbei. Die haben Mass Effect getötet. Das ist schon mal für mich persönlich quasi ein Grund, in den Krieg zu ziehen. Solange ich nicht selber kämpfen muss, zumindest. Und die haben so viel schon getötet. Das ist unfassbar einfach nur. Ja, wie gesagt, im Moment läuft bei denen FIFA und Battlefield. Ja, die setzen natürlich super viel. Das sind so die Teile, wo ich mich drauf freue. Auf den nächsten BioWare. Wie heißt denn der Scheiß nochmal? Mit den Fliegedingern. Anthem. Genau. Anthem. Ja. Anton hat mich jetzt nicht hart genug angemacht, als dass es halt. Das habe ich überhaupt nicht angemacht. Das ist so wie The Division, das ist quasi wie so ein Möchtegern MMORPG. Ja, aber Division ist cool. Du meinst die. Nicht, Destiny, meinst The Division Destiny, ist alles was? Scheiße. Nein, Division ist geil. Ja, es sind Division wahrscheinlich auch gute Spiele, ich mag die trotzdem nur nicht. Sind wie mit MMORPGs. Wobei, da mag ich World of Warcraft ja sogar eigentlich noch echt ganz gern. Oh nein! Doch, wirklich. Ist kein Scherz. WoW ist geil. Ja, sogar jetzt auch wieder nicht. Doch, WoW ist geil. The Multiplication? Wegen Division, alter Peter, sei schon Bram, ich hasse ihn. Vorgänger war The... Was ist denn dann... The Edition. Was ist denn, oder The Subtraction? Ja, muss ja. Die Subtrahierung. Okay, pass auf. Ja, sonst gibt es auch die DLCs Minus und Plus. Ja, genau. Platz 106. Alter. Aha. Das Sentence hat noch jemand mein Video geliked. Oh shit. Ich muss mal jetzt ganz kurz ausstellen, dass ich immer die. Ach, das hätte ich vielleicht auch drauf kommen sollen. Oh, geil. Hast du eine Push-Nachricht oder so eine Scheiße? Eine Push-Nachricht? Oh, I like this. Nein, geh weg, Musical.ly. Ich würde jetzt echt ich mal schon gerne einen Fan, Junge, und zwei Herzen. Viel bearbeiten.
Ganz schön traurig, oder schon mehr Fans hast als Herzen. Bin dafür, dass du. Wir nehmen ja hier gerade davor auf. Ich finde, dass du auf der Gamescom jedes Mal, jeden Tag ein Musical.ly-Video machst. Okay. Okay, ich bin auch dafür, dass du jeden Tag ein Musical.ly-Video machst. Einfach nur, damit ich beim Kacken lachen muss und es dann besser flutscht. Push-Benachrichtigung. Okay, alles aus, alles aus, alles aus. Uff. So, jetzt könnt ihr da machen, was ihr wollt. Oh, meine Insta-Story hat bislang einen Typen bei dir draufgekriegt auf die Dingens. Das ja, ist echt ich muss traurig. Schon sagen, also dich würde ich nicht. Das ist schon stark. Doch, doch. Gib dir 170k, buchen. Wenn ihr noch einen Post macht. Wo ist Jay? Wo ist Jay? Da hinten ist er! So, Dungeon Keeper. Habt ihr da irgendwelche geilen Erinnerungen dran? Dungeon Keeper? Ich hab da tatsächlich nicht gespielt. Ich hab da kurz nur gespielt, ich glaub, ich hab aber. Ich habe nur den zweiten Teil gespielt. Ich weiß nicht, ich hab irgendeinen Dungeon Keeper-Teil gespielt. Wir haben noch vor kurzem mal diesen anderen gespielt, Dungeons. Ja, Dungeons der, 3 hieß der, glaube ich, oder so. Der war auch ganz geil. Oder hieß er einfach nur Dungeons? Ich glaube, hieß Dungeons. Na, kann auch war sein. Echt auch so das, wo man auch die Hand nur spielt, wa? Ja, ja, genau. Ja. Ja, dann habe ich auch kurz reingeguckt. Ist halt ein schönes, so von der Art her ist eigentlich ein ganz schönes Strategiespiel. In der Art. Ich fand das Tutorial so, da ganz cool gemacht, wenn man sich am Anfang durch diese Stadt schleichen muss als Geist, um den einen da einzunehmen. Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich mich auch nicht. Brauchen wir wahrscheinlich ein anderes Spiel. Moment, bist du gerade bei Dungeon Keeper? Nee, ich bin bei Dungeons. Okay, das ist das Spiel, wo man unter der Erde ist und das auch aushebelt, wo man auch seine Goblins hat. Links ist auch diese Treasure Truhe. Wenn man. Treasure Truhe ist ja richtig sogar. Ja, aber ich meine, das haben für unseren Kanal hatten das damals, glaube ich, Peter, Christian und ich gemacht. Aber man also hat Dungeons. Einfach off-camera gezockt, während wir aufgenommen haben, weil er keinen Bock hatte. Ja, wir waren einfach zu gut für ihn. Er hat immer noch nicht das Tutorial verstanden. Weil er noch mit dem Geist im Kreis läuft. Weil er ein falsches Tutorial gespielt hat, wo man wirklich durch ein Dorf schleichen musste. Nee, das ist eine Story-Kampagne. Ich freue mich aber jetzt schon, wenn gleich unten in den Top 100 endlich Minesweeper kommt oder Pinball oder Solitär. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier Dungeon Keeper. Und ich glaube, entweder im ersten oder im zweiten Teil gab es auch so Ladies und die hatten eine richtig sexy Stimme. Weißt du, diese, wie heißt Mann, bleib doch nicht immer diese Scheiße da vorne. Wer ist denn die Monster nochmal, weißt du, die so richtig geile Minions. Otzen sind? Nee, die einen Sukubi. Verführen wollen. Ja, Sukubus. Genau. Richtig geile Otzen. Ich würde gerne nochmal einen neuen Tag von Overlord haben. Gab's auch bei Witcher 3. Konntest du flachlegen. Jo, stimmt. Konntest du flachlegen, wirklich? Ich glaube, man konnte ihn bumsen lassen. Ein Sukubi, das ist aber gefährlich. Sukubus. Ja, aber du bist halt der Witcher. Du wäre doch geiler. Kannst Dreier ist besser als Okay, pass auf. Platz 105 ist... pass auf, ich gebe euch einen Tipp. Ist ein Anno-Teil und die Quersumme ergibt 9. LOL. Ist nicht wahr, Peter. Ist 1503. So. Alter, stimmt. Bei 1503 ist das auch so. Ja, das war mein Tipp. Ja, dann komm, wir nehmen 16.02, fangen wir damit an. 16.02 ist der älteste. Ach, Mann. Guck mal, bei 16.02 geht's ja auch Quersumme durch. Ja. Ich weiß, ich hab die alle gespielt, aber ich kann sie nicht voneinander unterscheiden. Ich hab keine Ahnung, was der erste ist und was das geht bei jedem. Was denn? Quersumme. Unterscheiden? Nein, ach so. Aber ich habe halt keine Ahnung, was der erste Teil ist und was der zweite Teil ist. So 1503 ist das der vor 1602 oder? 1602, dann 1503. 1404 kam das? Welcher Teil ist denn der, wo es diese Oasen gab? Den fand ich am geilsten. 1404? Da gab es dann so Wüsteninseln und so Walparfüm und so ein Scheiß. Gab es nicht auch 17 irgendwas? 1701 gab es das auch? Ja, mit Sicherheit. Ja, muss ja. Alle Zahlen durch. Gab's auch 1800? Oh no. Das ist der neue. Ah, ja, okay. Wieso gibt's eigentlich kein, irgendwie so 2008? 16, 15, 17, 14, 20, 22, 18. Was war? Jetzt habe ich nicht zugehört. 16, 15, 17, 14, 20, 22, 18. Dann okay. Fehlt noch, damit die Liste vervollständigen, fehlt noch 21 und 1900. Boah, das ist ganz schön langweilig, Alter, so 21. Jahrhundert ist einfach so heute. Ja, das stimmt. Ja gut, kann auch interessant sein. Könnte, sagt aber Jay immer. Ja, okay, das ergibt Sinn. Das kann sein, ja. Anno 1602 war also der erste, okay. Den habe ich, glaube ich, gespielt. Fand ich cool.
Ja, ich fand alle geil. Haben sich seitdem auch nicht viel verändert, Zukunft, seit 1998. Die Zukunftsding, den fand ich echt kacke. Ja, stimmt, der Zukunftsding war echt nicht geil. Der Zukunfts, der war nicht gut, der neueste. Ist doch der Zukunftsding, oder? Nee, 1800 ist, achso, der 1800 ist noch gar nicht raus. Ja, ne? Ja, okay, der ist noch nicht draußen. Stimmt, ich aber die, da wurde da, nee, kein, das war nicht gut. Da hattest du da diesen Naturtypi oder halt eher dann so die Erde ausbeuten wollen und so ein Zeugs. Ja. Und nee. Das fand ich nicht geil. Doch, da war bei 2000, ja, stimmt. Ja. Fand ich nicht gut. Okay, ich gefallen. Möchte mal ganz kurz sagen, dass der nächste Teil, das nächste Spiel, ja, ist sowohl vor Battlefield 3, ja, als auch vor Gothic, als auch vor GTA San Andreas und es ist, ich werde euch gar nicht raten lassen, weil das ist langweilig bei Rennspielen, Need for Speed Hot Pursuit 2. Okay, gehen wir weiter. Was war die 103? Das ist der sechste Need for Speed Teil. Was macht der auf diesem Platz? Ich verstehe es nicht. Need for Speed wurde übrigens auch zerstört von EA. Ja, stimmt. Wollte ich nur einmal sagen. Ich finde tatsächlich, aber bei Need for Speed muss man sagen, ich fand das nie so krass groß war, dass man das hätte zerstören können. Doch, Underground hatten, war geil. Erfolgreichste, ja, genau, Rennspielserie, die es gibt auf der Welt. Ja, finanziell gesehen stimme ich dir zu, ja. Aber ich meine jetzt so, wenn du so die einzelnen Teile nebeneinander stellst, dann fällt halt so ein Teil wie Underground quasi ins Positive raus. Aber das ist nicht so die Reihe, die so langsam sich hier abbaut, sondern es ist eine Reihe, die immer so auf einem durchschnittlichen Niveau stagniert und ab und zu fällt halt mal einer positiv auf. Aber das sehe ich persönlich anders, weil ich habe Need for Speed immer gemocht. Ich fand den dritten beispielsweise super und dann hat sich das so quasi gesteigert bis zu Underground Most Wanted, was quasi das Highlife war. Also es ging so von, ist geil zu, Alter, ist mega geil. Und danach ging es halt stark bergab. So sehe ich das. Ja. Agree. Deswegen, ja. Aber hey, Meinungen sind unterschiedlich. Platz 103. Muss ich das nachlesen? Bei Wikipedia? Ob Meinungen unterschiedlich sind. Zu Need for Speed. Platz 103. Bei der Serie hatten wir jetzt wirklich schon... wir hatten den zweiten Teil, wir hatten einen Teil, der nicht benannt wurde. Den ersten hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und den vierten hatten wir noch nicht. Aber jetzt kommt der dritte. Es ist... Moment, wir hatten einen Teil, der benannt wurde und den zweiten Teil. Teil ohne Teil. Zahl hatten wir und die Fallout zwei. Fallout 4. Fallout 3. Danke. Hey, du hast doch gerade gesagt, das ist der vierte. Nein, der vierte, ist es nicht. Ja, konzentriere ich ruhig auf Springen. Weißt du, wenn du wenigstens geil wärst im Springen, würde ich halt sagen, komm, der Junge ist hart konzentriert, ja? Bin auch gerade hart konzentriert. Das ist doch kein Unterschied. Hart am Absaften bist du vielleicht zwischen den Beinen. Ja, das bin ich auch. Hat dich jemand heiß gemacht? Arschbacken. Okay, nee, hat dich jemand richtig heiß gemacht. Ist einfach so warm. Läuft einfach das Arschwasser schon aus meiner Rosette. Klingt wie so ein Rammstein-Song. Arschwasser. Ja, genau. Arschwasser. Okay, Platz 103 ist Fallout 3. Überbewertet, unterbewertet, schade. Ja, noch nicht mal in den Top 100, finde ich schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Macht nix. Ach ja. New Vegas, ja. Boah. Das gehört auch, also ich bin gespannt, was da jetzt für krasse Bomben da noch kommen. Ja, jetzt müssen wir... Also, wenn halt Fallout 3 da nicht reinpasst, dann bin ich mal sehr gespannt. Und Battlefield 3. Also, was da noch so okay, alles okay, so... Okay, Platz 102. Platz 102. Oh Gott, welcher Teil ist denn das? Das ist, glaube ich... Das ist... Pass auf. Hatten wir auch schon einen Teil von... Ich weiß aber nicht mehr, welchen... Ich glaube, welchen hatten wir denn davon in der Liste? Ja. Ich glaube, den bösen Indizierten. Ich bin mir aber nicht mehr 100% Wolfenstein. Sicher. Ja, richtig. Aber das dann ist dann entweder New Colossus oder New Order. Ne, Colossus oder New Order, keine Ahnung. Die halt Neuauflage. Genau, davon das einer. Ist der erste Teil der Neuauflage. Es ist die New Order. Das müsste quasi der erste gewesen sein jetzt von dieser Trilogie, die ja angekündigt wurde. Wobei Mann! Das Mann, warum macht... Nervt mich das, ey. Jay, wie heißt nochmal? Also, es gab ja erst Wolfenstein in New Order und dann gab es dieses eigenständige Standalone-Add-on. Wie heißt denn das nochmal? Weißt du das noch? Nein. Weißt du, wovon ich rede? Ja. Okay, gut, immerhin. The Old Blood. Die Sache ist, ich bin halt... Ich fände das Spiel und das Setting mega, mega, mega geil. Mega, mega, mega geil. Aber mich nervt das tierisch, dass es immer da diesen Fake-Hitler gibt.
Ja, den gab's Heiler. Nur beim zweiten Teil und für eine Zwischensequenz. Im ersten Teil gab's beziehungsweise das halt auch, wenn's halt das Setting ist, dass die Nazis die Welt kontrollieren, dann will ich da auch tatsächlich die Hakenkreuze sehen. Ja, okay. Also da frage ich mich auch tatsächlich, ob die damit überhaupt ein Problem gehabt hätten. Weil so eine Serie wie The Man in the High Castle ist in Deutschland ja auch zu sehen, mit allem, was dazugehört, inklusive Adolf Hitler und einem riesigen Reichstagsgebäude, wo ein Hakenkreuz auf dem Boden gemalt ist, in riesengroß. Ja, eine Serie zählt ja auch als Kunst und ein PC-Spiel ja nicht oder ein Videospiel. Das ist ja die Sache. Naja, die Situation ist ja so, dass sich dann einfach noch keiner getraut hat, weil die Spielehersteller die Sorge haben, dass die dann dass das Gericht dann sagen würde, ist keine Kunst. Kann aber genauso gut sein, also erstmal müssen die überhaupt verklagt werden, ja. Kann auch sein, dass die das machen und interessiert keine Sau. Sollte dann aber jemand sagen, hier verklagen, rechtswidrig, verfassungsfeindliche Symbole, dann müsste ein Gericht entscheiden, sind Videospiele Kunst oder nicht. Passiert aber nicht, oder war doch, letztens gab es tatsächlich ein Gerichtsurteil, weil es ein Indie-Fighter-Game gab, wo die deutschen Chefs der Parteien gegeneinander angetreten sind und Gauland wurde ja als Hakenkreuz. Der hatte halt eine Hakenkreuzattacke. Genau, also dass quasi der Körper von Gauland sich zu einem Hakenkreuz verformt hat in dieser Attacke. Wieso habe ich das verpasst? Ja, gute Frage, Bram. Das ist so ein Street Fighter verarschen. Ja, aber da habe ich gerade das erste Mal, da ärgert mich gerade echt ein bisschen, ich Let's Play zugemacht. So, und natürlich hat dann, ich weiß nicht, ob es Gauland persönlich war oder jemand auf seinem Geheiß, wurde das Spiel oder die Entwickler verklagt. Heißt nicht Geheiß, das heißt Befehl in seiner Gabe. Wurde das kam es zu einer Klage, zu einer Auseinandersetzung vor Gericht, da hat das Gericht aber gesagt, ne, das ist okay so, ist geschützt durch öffentliche Meinungsfreiheit und Kunst und was auch immer. Geil, ich darf, also per Gericht darf ich Gauland mit einer Hakenkreuzattacke darstellen, die sein Körper umtransformiert zu einem Hakenkreuz, das ist fein. Ja, das funktioniert aber, glaube ich, du musst das immer im Kontext sehen. Ne? Das ganze Spiel ist halt offensichtlich Satire. Gauland ist nicht fotorealistisch dargestellt, sondern in so einer Pixeloptik. Also da auch noch entzerrt von der Realität. Also da sind einige Faktoren, die, glaube ich, dazu beigetragen haben. Nee, dann ist okay. Dann verstehe ich das. Und dann finde ich das aber tatsächlich gut, weil ich finde Satire. Ich bin der Meinung, Satire darf nicht alles, aber ich finde Satire darf schon sehr viel. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir anfangen, unsere Satiriker einzuschränken, dann haben dann wir muss quasi man auch Faschismus. Als, und ich bin der Meinung, dass man da gerade als Bundestagsabgeordneter/Vorsitzender von der Partei auch was abkönnen muss. Das gehört einfach zu deinem Scheißjob dazu, ein dickes Fell zu haben. Ja? Merkel hat sich da auch bis heute nie drüber beschwert, nicht schon als alles Mögliche gezeigt worden. Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, ob die sich darüber beschwert hat, aber ich glaube, sie hat zumindest niemanden verklagt, deswegen. Ja. Ja, gut, natürlich kann man das nicht gut finden. Kann aber gut sein, dass wenn jetzt Merkel in der Hakenkreuzform dargestellt werden wäre, dass die da vielleicht auch gesagt hätte, nee, das geht mir ein bisschen zu weit. Es gibt genug Bilder davon aus Griechenland zum Beispiel. Ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Hättest du doch im Rahmen des EU-Rechts doch einfach gegen klagen können. Ja, Polen, ey, da muss man ja nur zurück. Manchmal ist Sonntags das war da auch da die, als dann noch die, wie hießen die, Kaczynski-Brüder oder sowas da in der Regierung waren. Karinski, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ne? Die haben doch, glaube ich, auch Merkel mal als Nazi dargestellt. Ja, ne, das ist doch nicht. Kaczynski. Pass auf, Platz 101. Knapp die Top 100 verpasst. Werden wir erst nächste Folge herausfinden. Nein, Peter, wow, ich weiß schon, was es ist. Wirklich? Dalmatina. Oh Gott. Okay, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.